Hey Leute, ich bin's, MacPaverick. Am 31. Januar ist die super blau-rot-Mondfinsternis. Ja, das hört sich erstmal echt abgespaced an. Ist es auch. Es kommt nämlich sehr, sehr selten vor. Und zwar nur alle 150 Jahre. Der Mond färbt sich dabei zwar nicht blau, das hat eine andere Ursache. Dazu komme ich später, warum das Blumond ist. Aber sein Abstand zur Erde ist an diesem Tag besonders gering. Daher wird er größer am Himmel erscheinen als sonst. Daher schon mal der Begriff Supermond. Vom Blaumond spricht man deshalb, da der Mond in diesem Monat zum zweiten Mal erscheint und das als Vollmond. Dahinter steht dann eine englische Redensart, die Redensart Once in a Blue Moon. Das heißt so viel bei uns wie alle Jubeljahre. Allerdings wird sich der Mond etwas rötlich färben, so wie am 7.8.2017, als wir hier in Deutschland die partielle Mondfinsternis hatten. Ja, einen kleinen Wermutstropfen gibt es allerdings auch noch, was diese Mondfinsternis angeht. Und zwar ist sie nicht von überall auszusehen. Am besten hat man ja einen Blick in Zentral- und Ostasien. Bei uns kann man das Spektakel mit viel Glück noch ein wenig im Osten Deutschlands sehen. Der letzte Teil der Halbschattenphase kann hier beobachtet werden. Voraussetzung ist natürlich, dass ja, keine Wolken am Himmel sind. Die ungefähre Uhrzeit dafür wäre 11:51 Uhr. Da beginnt das ganze Spektakel. Ja, einfach dann mal immer in den Himmel gucken. Vielleicht seht ihr ja was, wenn der Mond noch zu sehen ist. In ganz Deutschland kann die nächste totale Mondfinsternis dann am 27. Juli dieses Jahr bestaunt werden. Und ja, da hoffe ich mal, dass wir an diesem Tag dann gutes Wetter haben. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Bis dann, euer Mac. Peverick.